Servus, mein Name ist Diego Amato, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache meine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer bei Leonhard Weiß. Als Rohrleitungsbauer bringen wir Trinkwasser und Wärme dorthin, wo sie hingehören. Ich habe Spaß am Bauen und am Teamwork mit meinen Arbeitskollegen. Mein Tag startet so, dass ich meinen Kollegen Hallo sage und ich mich dann hoch ins erste Stock begebe und mir die Pläne anschaue, damit ich mich absichern kann, was heute ansteht. So, was machen wir heute? Ja, wir machen heute den zweiten Abschnitt an der Höheren Straße. Also machen wir heute die 35 Meter und den Schacht einsetzen mit dem Hausanschluss. Okay, kriegen wir das hin? Auf jeden Fall. Gut, gutes Gelingen. Danke. Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich, da unsere Baustellen auf verschiedenen Orten stattfinden, das heißt mitten in der Stadt, aber auch in der Pampa. In der Stadt finden wir die Orte sehr leicht, weil wir die Navigationsgeräte nutzen, aber in der Pampa führen uns die Navigationsgeräte nicht hin. Das heißt, wir brauchen einen sehr, sehr guten Orientierungssinn. Bei der Druckprüfung stelle ich sicher, dass die Rohrleitungen dicht sind. Die Druckmessung bei Wasser wird in bar gerechnet und die Druckmessung in Gas wird auch in Millibar gerechnet. Es ist wichtig, nach der Arbeit eine Skizze zu erstellen, da mein Bauleiter dann abrechnen kann, was für Formstücke oder was für Rohrstränge ich verlegt habe. Ich bin froh, dass ich bei Leonhard Weiß eine Ausbildung anfangen konnte. Leonhard Weiß ist nicht umsonst der Top-Arbeitgeber und an der Spitze der Ausbildungsbetriebe. Wenn ich am Abend sehe, wie das Rohrnetz gewachsen ist, dann bin ich ziemlich stolz drauf. Dann sehe ich auch, was ich geschafft habe. Bei Leonhard Weiß fühle ich mich einfach wohl. Es ist einfach perfekt. Es ist wie ein zweites Zuhause. Rohre sind verlegt, jetzt kann Druck drauf.